USA ist bereits jeder zweite Erwachsene zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Und Schuhe, die nun um 1 Million Dollar versteigert werden. Um welche Schuhe es sich handelt, das erzähle ich euch gleich bei eurem Push-Update am Montag zu Mittag. Mahlzeit. In den USA werden durchschnittlich mehr als 3 Millionen Impfungen pro Tag verabreicht, so die Coronavirus-Abteilung des Weißen Hauses. Laut einer CDC-Statistik, Centers for Disease Control and Prevention, sind bereits mehr als die Hälfte aller Personen, die älter als 18 Jahre alt sind, mindestens einmal geimpft worden. Das bedeutet also, jeder zweite Erwachsene hat mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Insgesamt entspricht das 130 Millionen Menschen. Vollständig geimpft ist demnach jeder dritte Erwachsene in den USA. Geimpft wird seit 4 Monaten und seitdem sind insgesamt 210 Millionen Dosen gespritzt worden. Wir bleiben gleich bei einem US-amerikanischen Rapper, dessen Schuhe nun bei einer Auktion für 1 Million Dollar gekauft werden können. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Summe, crazy. Es geht um Kanye West und seine Air Yeezy, mit denen er 2008 bei den Grammys performt und da richtig gut reingespitzelt hat. John, Also, falls ihr die Nike Air Yeezy in Schwarz und Size 12 sucht, versteigert werden sie am 21. April in Hongkong. Ich bin definitiv schon gespannt, wer diese Schuhe kaufen wird. In der Schweiz ist es zu einem kuriosen Rechtsstreit gekommen. In der Schweiz gibt es nämlich ein kleines Dorf, knapp 1000 EinwohnerInnen, mit dem Namen Champagne. Und der Wein, der von dieser Region kommt, darf nicht mehr Gemeinde Champagne auf die Flaschen schreiben. Das hat das Verfassungsgericht des Kantons Waadt zugunsten des französischen Wirtschaftsverbands der Champagnerproduzenten entschieden. Die Schaffung einer geschützten Herkunftsbezeichnung durch die Kantonsbehörden verstoße gegen bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Seit einem Jahr heißt es für viele Homeoffice. Eine ziemliche Umstellung, vor allem weil man ja doch auch ziemlich viel Platz benötigt und irgendwann einmal der Esstisch doch zu klein wird. Darum hat das britische Unternehmen Liberty Games umgedacht und macht nun neben Billard, Airhockey, Tischtennis und Pokertische auch den ultimativen Homeoffice-Schreibtisch. Dieser soll alle Anforderungen erfüllen und hat neben eingebauten Lautsprechern ein integriertes Tablet für Notizen und eine Vitamin-D-Sonnenlampe zur Verbesserung der Stimmung und des allgemeinen Glücks, finde ich sehr spannend. Ein beheiztes Fußmassagegerät unter den Tisch ist auch dabei und ein eingebauter Kühlschrank darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass das ganze Spaß nicht gerade günstig ist. Stolze 9.242 Euro kostet das Ding umgerechnet. Das war's auch schon wieder mit Push zum Mittag. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Mittagspause. Mahlzeit, lasst euch euer Essen gut schmecken und ich werde mir jetzt auch was Gutes in die Figur hauen und wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Update. Freue mich auf euch. Boom. Boom, 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 boom.